Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Webinarreihe. Das Thema heute lautet Blockchain and Governance. Mein Name ist Zoltán Fazekas. Ich bin Vorstand des European Public Network, des EPN und Gastgeber der heutigen Veranstaltung. Das EPN veranstaltet die Webinarreihe mit dem Blocklab Stuttgart und mit Unterstützung unserer Medienpartner, die IHK Region Stuttgart und die BWCon. Was haben wir heute vor? Wir starten mit einer kurzen Vorstellung des EPN. Danach folgt ein Impulsvortrag von Thomas Müller vom Evan Network und anschließend werden wir das Thema Blockchain und Governance zusammen mit Max Schwarzer von DAXA und Joachim Rapp von Siemens vertiefen. Was ist EPN oder wer ist hinter EPN? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, bestehendes Unternehmen aus verschiedenen Branchen, verschiedene Größen, verschiedene Branchen. Was uns vereint, ist unsere Überzeugung von dem Mehrwert der Blockchain-Technologie für die Unternehmen. Wir sind eine aktive Community und eines unserer Hauptziele ist, ein Netzwerk zu betreiben, vielleicht später auch mehrere Netzwerke, die unabhängig sind, die nachhaltig sind, die rechtskonform sind und damit eine gemeinsam nutzbare Infrastruktur für alle Mitglieder und alle Kunden von EPM bieten. Das Thema Governance ist auch bei uns ein ganz wichtiges oder spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir werden heute noch mehr dazu hören. Unsere Mitglieder, die kümmern sich, die steuern und betreiben gemeinsam hier das Netzwerk, die dazugehörigen technischen Dienstleistungen. Und das, wofür wir noch Sorge tragen, ist, dass die darauf aufbauenden Applikationen und Geschäftsmodelle, die geben wir zwar nicht vor, die kommen von unseren Kunden, aber dass sie vereinbar sind mit unseren Werten und mit unseren Richtlinien. Das kann man metaphorisch auch mit dem öffentlichen Straßennetzwerk vergleichen. Also wir sind diejenigen, die die Straßen bauen, die Verkehrsschilder aufstellen, auch die Wartungsarbeiten durchführen, die Instandhaltung, auch dafür sorgen, dass die Straßenverkehrsordnung eingehalten wird und die Mautgebühren einheben. Aber wer mit welchem Fahrzeug über die Straßen entweder Personen oder Güter transportiert. Diese Use Cases, diese Anwendungsfälle sind sehr vielfältig und die kommen von unseren Kunden. Nun kommen wir zum Hauptteil des Webinars. Und bevor wir in den Impulsvortrag springen, möchte ich unsere Protagonisten vorstellen. Zuerst Thomas Müller, der den Vortrag halten wird. Freut mich, dich bei uns zu begrüßen, Thomas. Du bist Initiator und Sprecher des Evan Network und auch Geschäftsführer der Evan GmbH. Deine Expertise umfasst dezentrale Technologien, Blockchain, DLTs und ökosystembasierte Geschäftsmodelle. Da hast du schon mehrere aufgebaut. Und deine Vision ist eine Wirtschaft nach den Prinzipien der digitalen Souveränität, in der Unternehmen effizient, nachhaltig und sicher vor allem miteinander mit ihren Partnern kooperieren können. Es freut mich auch, Max Schwarzer bei uns zu begrüßen. Hallo Max. Max ist Berater, ist Consultant für Trends in der Technology Research bei der DAXA SE, beschäftigt sich mit verschiedenen Technologietrends, darunter auch DLT und Blockchain. Und er ist darunter oder nebenbei auch Forscher und PhD-Student an der TU Dortmund, wo er genau an dem Thema Blockchain Governance arbeitet und seine Dissertation schreibt. Und nicht zuletzt, hallo Joachim Rapp, schön, dass du da bist. Joachim, du leitest bei Siemens die globale Governance im Finanzierungsumfeld, beschäftigst dich mit der Implementierung von internen Regelwerken bei Siemens oder in diesem Umfeld. Und du bist auch Dozent nebenberuflich an der Frankfurt School of Finance and Management. Hallo zusammen.
Und ich würde schon an dieser Stelle übergeben, den Bildschirm und die Bühne an den Thomas. Danke dir. Genau, ich übernehme dann an Sicher. der Stelle mal den Bildschirm und Soltan, wie du schon angekündigt hast, haben wir heute im Schwerpunkt ja die Panel-Diskussion geplant und um da ordentlich dann auch diskutieren zu können, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mein Bildschirm ist jetzt hoffentlich sichtbar für alle. Ja, sehr gut. Möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ein paar initiale Worte zu dem Thema Blockchain und Governance zu sprechen. Und wir haben gesagt, eingeteilt ungefähr so 15 Minuten dieser Impulsvortrag und es ist wirklich nur ein Impuls. Das heißt also, wir werden ganz viele Themen streifen und wir können dann in der Panel-Diskussion noch viel, viel weiter in die Tiefe gehen. Beginnen möchte ich das Ganze mit der Frage Governance. Das ist ja jetzt ein sehr, 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 sehr breiter Begriff, mit dem man alles Mögliche reininterpretieren kann, beziehungsweise der auf alle möglichen Anwendungsfälle auch angewendet werden kann. Im Zusammenhang mit Blockchain steht natürlich auch das Thema Governance für dezentrale Systeme im Mittelpunkt. Die Frage grundsätzlich, was Governance macht, es hilft uns, Entscheidungen besser zu oder Entscheidungen überhaupt treffen zu können, Verantwortlichkeiten klar zu definieren, auch entsprechende Motivationen gestalten zu können, dass halt bestimmte Teilnehmer sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollen. Also Governance ist, kann man zusammenfassen, als eine Art von Regeln, die ein Zusammenspiel von verschiedenen Parteien ermöglichen sollen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ist die Frage, ja, wozu braucht es denn dann eigentlich Governance? Und Governance vor allen Dingen im Zusammenhang mit dezentralen, mit Blockchain-basierten Systemen spielt natürlich immer dann eine Rolle oder es kommt immer dann ins Spiel, wo es um Zusammenarbeit geht. So Zusammenarbeit, gerade im Kontext von Unternehmen, muss man sich natürlich zuerst mal die Frage stellen, ja, wo brauche ich denn eigentlich Zusammenarbeit? Und wo findet eigentlich Wettbewerb statt? Wenn wir jetzt alles immer nur noch zusammen machen, in dem ganzen Krypto-Blockchain-Welt, es gibt keine Unternehmen mehr, es gibt nur noch DAOs. Da muss man sich ja schon die Frage stellen, okay, wie lässt sich sowas eigentlich auf die reale Welt anwenden? Und diese Frage der haben wir uns schon seit vielen Jahren gestellt und unsere Partner, die halt Infrastruktur wie beispielsweise das Ever Network nutzen, stellen sich diese Frage natürlich auch. Und Zusammenarbeit kann eigentlich in der Wirtschaft unserer Meinung nach nicht ohne Wettbewerb funktionieren. Das heißt, Zusammenarbeit dient immer dem Zweck, dass man bestimmte Dinge, die es zu erledigen gilt, die es auch gemeinsam zu erledigen gilt, in Zusammenspiel mit Geschäftspartnern, teilweise auch mit Wettbewerbern, dass man sie so koordiniert, dass jeder Einzelne für sich daraus Vorteile generieren kann und da letzten Endes seine eigene Wettbewerbsposition verbessern kann. Ja, dafür gibt es Zusammenarbeit. Und ein schönes Wort dafür, ein schönes so ein Kofferwort zusammengesetzt aus Kooperationen und Competition und Competition ist halt das Wort Coopetition, was genau das ausdrückt, dass beides, nämlich Wettbewerb und Zusammenarbeit, verbunden wird. Und da das alles sehr, sehr abstrakt ist für die meisten, ja, was mache ich damit und was bedeutet das eigentlich für mein eigenes Geschäft, habe ich mal versucht, das so in drei Clustergruppen, vielleicht gibt es da auch noch mehr, aber das sind die Themen, die wir am Markt immer finden, wo sich überhaupt über solche Zusammenarbeitssysteme unterhalten wird. Das ist zum einen Teil der Bereich, wo es darum geht, gewisse Assets gemeinsam zu benutzen. Gemeinsame Benutzung kann beispielsweise sein, wir haben da Anwendungsbeispiele im Bereich von Industriemaschinen, wo ich sage, ich habe bestimmte Kapazitäten, die kann ich selbst nicht auslasten. Ich will diese Ressourcen mit meinen Partnern sharen, um halt insgesamt eine bessere Auslastung der Maschinen zu ermöglichen, auch um vielleicht Engpässe von Kapazitäten, die ich selbst nicht zur Verfügung habe, mit Ressourcen von Partnerunternehmen aufzufüllen. Da findet Zusammenarbeit auf Ebene der Ressourcen statt. Wir sehen Beispiele auch, wo es um Ressourcen geht, im Real Estate-Bereich, wo es einfach dann halt um eher finanzielle Ausgestaltungen geht, also wie können Immobilien beispielsweise gemeinsam erworben werden und so weiter. Das sind Beispiele für Zusammenarbeit im Bereich von Assets. Eine weitere Gruppe sehen wir immer wieder, wo es darum geht, und auch das sind letzten Endes Ressourcen, wenn es um Lieferanten geht. Also Lieferantennetzwerke müssen gesteuert werden. Ich habe Themen wie,
ja, ich muss beispielsweise meine Lieferkette, das ist ja auch so ein großes Thema, besser steuern können, beziehungsweise auch besser kontrollieren können. Und da eine Lieferkette in aller Regel nicht wirklich eine Kette ist, sondern ein Netzwerk aus Lieferanten, die zusammenarbeiten mit verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Manufacturern, habe ich hier also auch wieder gemeinsame Ressourcen, die ich jetzt, wenn ich beispielsweise eine Carbon Footprint Nachweis in meiner kompletten Lieferkette führen will, kann das halt nicht jeder für sich machen, sondern ich muss es zusammen mit meinen Marktbegleitern, mit meinen Partnern und auch teilweise Wettbewerbern Lösungen dafür finden. Und ein drittes Feld, wo wir immer wieder auch Beispiele sehen, wo mehr und mehr halt das Thema Zusammenarbeit zwischen auch wettbewerbenden Unternehmen in den Fokus kommt, ist so das ganze Prozessautomatisierungsthema. Beispiele dafür sind im Mobility-Bereich. Ich habe ein Ticket und kann mit diesem einen Ticket halt mehrere Mobilitätsdienste nutzen. Ich habe Pay-per-Use-Anwendungsfälle, wo halt verschiedene Partner orchestriert werden und ich nicht mehr ein einzelnes Produkt kaufe oder nutze, sondern wo ich einen Service, der sich wiederum zusammensetzt aus verschiedenen Einzelgewerken, nutzen will. So, überall dort sehen wir Zusammenarbeit. Und überall dort brauchen wir natürlich auch Digitalisierung, um das sehr, sehr effizient zu machen und das nicht hier über, ich rufe mal an und ich schicke mal einen Fax und ich schreibe mal einen Brief, sondern das muss halt alles effizient orchestriert werden. Und da habe ich jetzt grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann es entweder zentral gesteuert über eine Plattform machen, die das alles orchestriert, mit der Gefahr natürlich der dadurch entstehenden Monopole und Informationsasymmetrien. Das heißt, derjenige, der diese Zusammenarbeitsplattform im Markt anbietet, hat natürlich strategische Vorteile, viel, viel mehr Insights in das Marktverhalten als diejenigen, die ausschließlich in der Plattform beteiligt sind. Und deswegen gibt es ja genau dieses alternative Konzept für das Thema Zusammenarbeit oder digitale Zusammenarbeitslösung von dezentralen Plattformen. So, und dezentrale Plattformen müssen natürlich, da kommen wir wieder auf das Thema eingangs zurück, in irgendeiner Art und Weise gesteuert werden. Wir haben also Entscheidungen zu treffen, wir haben Verantwortlichkeiten zu definieren, weil auch so eine DAO, im Extremfall der dezentralen Organisation, funktioniert natürlich nicht, ohne dass ich genau diese Themen, wer trifft Entscheidungen, wie werden Entscheidungen getroffen, wer ist für was verantwortlich, ausgestalten kann. Und in einer klassischen Co-Opetition fällt, was dann eher in auch klassische Rechtsform gegossen ist, auch da muss ich genau diese Dinge regeln und das ist Governance. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, auf welcher Ebene so ein Governance eigentlich definiert werden muss, und das ist jetzt ein recht komplexes Feld, über das ich jetzt nur mal sehr, sehr schnell auch drüber gehen werde. Wichtig ist dabei zu sehen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Also es gibt nicht die Governance für dezentrale Systeme, sondern es gibt eigentlich verschiedene Governance-Formen, die ineinander greifen müssen. Das Ganze beginnt bei dem, wo jetzt auch EPN, denke ich, sich am ehesten wiederfindet. Das ist die Infrastruktur. Das heißt, wenn ich eine neutrale, eine kooperative Umgebung schaffen will, die halt dezentral ist, das heißt also niemandem einzeln gehört oder von keinem einzelnen Player abhängig ist, brauche ich natürlich auch eine neutrale Infrastruktur. Ja? Blockchain beispielsweise ist da eine Facette davon. So, und diese Infrastruktur wiederum, die muss natürlich auch irgendwie betrieben werden und dafür brauche ich eine Governance für die Infrastrukturebene, die genau das sicherstellt. So, dann habe ich industriespezifische Protokolle auf Basis dieser Governance. Das heißt also Dinge, wo ich definiere, wie ist denn mein Datenaustausch, was sind meine Datenformate, wie beschreibe ich meine Maschinen, wie beschreibe ich meine Kapazitäten, die ich austauschen will mit meinen Geschäftspartnern. Das sind dann Governance auf Ebene der Protokolle, Semantik, also da beschreibe ich das, was wird eigentlich über diese kooperativen Systeme ausgetauscht. Und das sollte idealerweise natürlich von den beteiligten Industrieunternehmen auch wieder in einer Governance-Struktur definiert werden, sodass das halt auch allen zugänglich ist und von allen genutzt werden kann. Darauf aufbasierend brauche ich natürlich eine spezielle Logik, dass ich sage, wie kann ich denn jetzt eine Maschine finden? Wie kann ich meine Lieferantendaten austauschen? Und diese, jetzt mal Marketplaces genannt, ja, sind keine zentral, also sind keine klassischen Marktplätze, sondern eher Informationsmarktplätze, wo also der Informationsaustausch stattfindet. Der muss natürlich auch wieder dezentral aufgebaut werden, auf Basis der Infrastruktur, die entsprechende Logik dahin. Das sind also die Anwendungen, wenn man so will, die dezentralen Anwendungen. Und auch die müssen natürlich gesteuert werden durch eine entsprechende
Governance, die aber komplett unterschiedlich von der zugrunde liegenden Infrastruktur-Governance ablaufen kann. Ja? Also ich kann beispielsweise mit EPN zusammenarbeiten, die haben ihre Governance und darauf meinen eigenen Marketplace für meine Industrie bauen und den steuere ich dann halt in meiner industriespezifischen Governance und die muss ich jetzt um die Blockchain-Technologie eigentlich gar nicht kümmern. Und dann darauf, und das ist jetzt wichtig, kommen die Industrieapplikationen und die sind dann, wenn wir jetzt das Co-Opetition-Modell sehen, das ist dann das, wo der Wettbewerb stattfindet. Das heißt, da hat dann jedes Unternehmen seinen Auftritt in Richtung des Kunden und gestaltet dann halt seine Customer Experience und nutzt dazu die Infrastruktur und die Ressourcen von den anderen Marktteilnehmern, die halt über diese verschiedenen Layer der Decentralized Information Marketplaces zusammengetragen werden. Und das ist halt das, was man echt unterscheiden muss, dass man sagt, Co-Opetition bedeutet Zusammenarbeit über ein dezentrales System auf Ebene der Ressourcen beispielsweise und Wettbewerb in Richtung Kunde basierend auf meinen eigenen Angeboten, auf meinen eigenen Applikationen. So, und um das dann noch ein bisschen komplexer zu machen, das ist jetzt auch gerade ein sehr wichtiges Thema, was auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auch der Kunde kann natürlich entweder mein Kunde sein und sagen, ich habe alle meine Daten über den Kunden bei mir in meinem System, wie das ja klassischerweise der Fall ist. Oder ich rede da wieder über eine Decentralized-Lösung. Das heißt, was ja momentan immer bedeutender und wichtiger wird, ist das Thema Decentralized Identity, DID. Das Thema Self-Sovereign Identity, also der Kunde hat seine eigenen Daten und kann die jetzt mit mir, mit meinen Geschäftspartnern teilen. Aber auch da rede ich wieder über ein System von Governance. Wie entsteht eigentlich Vertrauen in so einem Identity-Netzwerk? Aber das ist ein Thema für sich. Kann man sicherlich auch nochmal ein entsprechendes Webinar dazu machen. Super spannendes Thema auch. Zurück zu Governance, wenn wir jetzt sagen, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Decentralized Governance, wie unterscheidet sich das jetzt eigentlich von so einer klassischen Governance? Ich sage, okay, ich habe hier meine Hierarchie in meinem Unternehmen und ich bestimme, wer da jetzt mit mir arbeiten kann, was meine Lieferanten sind, was meine Geschäftspartner sind. In einem dezentralisierten System, das sind so wesentliche Kriterien aus meiner Sicht. Auch das ist sicherlich nicht allumfassend. Aber ganz wichtig für mich ist, so ein System muss offen sein. Das heißt, es wird definiert von einem initialen Teilnehmerkreis und dann muss es halt erweiterbar sein. Also neue Teilnehmer, die später dazukommen, die müssen genauso dass die Möglichkeit haben, da zu partizipieren und teilzunehmen, wie diejenigen, die das System halt geschaffen haben, initiiert haben. Das Ganze muss auch neutral sein. Das heißt also, ich muss in der Lage sein, dass Daten ausgetauscht werden können, beispielsweise ohne, dass diese Daten halt analysiert werden können von irgendeinem der entsprechenden Player, sondern ich vergleiche das immer so mit einem Marktplatz tatsächlich. Also früher ein Marktplatz war halt ein Platz, ja, und alle hatten die gleichen Möglichkeiten, sich da ihre entsprechenden Buden darauf zu bauen. Und der Verkauf der Waren an den Kunden, der erfolgt dann halt, ohne dass der Marktplatzbetreiber, also derjenige, der halt jetzt mal vor der Internetzeit halt wirklich diese Fläche da vermietet hat, beteiligt ist. Und genau das Kriterium muss man an solche dezentralen Lösungen auch setzen. Das heißt also, ich mische mich nicht in die Geschäftsbeziehung ein, die da läuft zwischen den Playern, sondern ich stelle im Prinzip nur die Infrastruktur bereit. Genau, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch wichtig. Nachhaltigkeit, klar, hier auch das Thema im ökologischen Sinne beispielsweise. Ich sehe hier aber vor allen Dingen auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Das heißt, so ein System muss halt auch dauerhaft funktionieren können. Das heißt, die Governance Richtung Incentivierung, die muss halt dafür Sorge tragen, dass Teilnehmer auch da mitarbeiten wollen. Das ist ganz wichtig. Es wird nur funktionieren, wenn ich halt dauerhaft Anreize schaffe, dass die entsprechenden Beteiligten halt auch aktiv zu dieser Struktur, zu dieser Governance-Struktur ihren Beitrag leisten wollen und nicht sagen, oh, ich muss da jetzt mitmachen und eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, dann wird das nicht funktionieren. Ja, das ist ganz wichtig. Also ökonomische Nachhaltigkeit ist für solche Strukturen von ganz, ganz großer Bedeutung. Für mich immer die wichtigste Frage, die am Anfang zu stellen ist, why shall I join? Und genau das ist eigentlich das, was ich hier nochmal zusammenfassen will. Also es gibt eigentlich nicht die Governance, sondern ich habe Governance auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das Wichtigste, wie schon gesagt, ist so der Market Layer. Warum arbeite ich mit meinen Partnern zusammen da? Warum soll ich da mitmachen? Und warum sollen neue Marktteilnehmer halt da auch mitmachen in dieser Organisation? Ich habe die Infrastrukturebene,
Hier muss ich darauf achten, dass es halt auch die Infrastruktur neutral ist. Nicht, dass ich auf der Marktebene sage, hey, macht mal mit, hier dezentrale Organisation. Und dann landet alles in meiner Datenbank und ich kann das schön analysieren. Das wird nicht funktionieren. Und ich habe eine ganz, ganz wichtige Ebene, halt auch die Organisationsebene. Wir hatten schon mal dieses Thema DAO erwähnt. Das sagen ja viele, die das kennen, so irgendwas Blockchain, DAO, keine Ahnung, was da passiert. Das ist natürlich für traditionelle Unternehmen nicht wirklich anwendbar. Und deswegen muss man sich da halt die Frage stellen, und da gab es ja hier auch schon mal ein Webinar zu dem Thema, wie kann eigentlich so ein Legal Framework für in der realen Welt, in der physischen Welt für solche Strukturen, für solche dezentralen Strukturen aussehen. Ja. Und das Ganze ist Governance. Ja. Genau, wichtig noch zu sagen, sowas fällt nicht vom Himmel. Ja, also das heißt, eine Governance muss schrittweise aufgebaut werden, solche Strukturen. In aller Regel startet das mit wenigen Partnern, eher so wie so ein Startup. Ich fange da mal an, habe ein gleiches Mindset, will etwas aufbauen. Muss da aufpassen, dass ich halt von Anfang an wirklich das Neutralitätsprinzip hochhalte. Dann fange ich an, die Community so langsam aufzubauen, dass ich sage, ich lasse andere partizipieren, ähnlich wie das mit Open-Source-Projekten auch läuft, dass ich sage, ich öffne mich nach draußen, ich sage, ich gewinne aktiv Teilnehmer. Genau, und dann ist es im Prinzip so, dass alles das, was initial aufgebaut wird, was auch vielleicht noch klassisch geführt wird durch einen Vorstand, der halt eine sehr, sehr wichtige Rolle hat in dieser Rechtsorganisation, dass das dann am Ende wirklich in Richtung Community geht und dann halt Equal Voting und was ich nicht alles implementieren kann, um dann halt wirklich zu sagen, ich bin von keinen einzelnen Playern mehr abhängig. Deswegen schrittweise Aufbau, nicht gleich mit dem maximalistischsten dezentralen Gedankengut anfangen, aber halt diesen Ziel immer im Kopf haben. Genau, und wichtig dann noch so zum Abschluss, und dann bin ich auch fertig mit meinem hoffentlich kurzen Impuls, ich muss nicht bei Null anfangen. Für alle die Sachen, die es benötigt, also technische Infrastruktur, Public, Private Blockchains oder Permission Blockchains, wie das ja EPN ist, Self-Sovereign Identity Lösung, Storage, es gibt da Lösungen, auf denen man aufsetzen kann. Ja? Und auch auf den Market Layer, ich habe DeFi-Lösungen, die ich benutzen kann, Protokolle, die ich auch adaptieren kann für meine eigene Lösung. Ich habe Legal Structures, also ganz, ganz viel Arbeit fließt da auch gerade rein. Wie kann ich eine europäische Genossenschaft nutzen, um so eine legale Struktur abzubilden? Ich habe Tools, die mir dieses Voting in solchen Infrastrukturen ermöglichen. Das heißt, hier habe ich einen ganz großen Baukasten schon vorhanden, der in den letzten Jahren auch entstanden ist und gewachsen ist, um das halt entsprechend zusammenstecken zu können und da meine entsprechende Lösung, die für meine Industrie und für mein Co-Opetition-Szenario gut geeignet ist, um das halt zu bekommen. Damit bin ich auch am Ende des Impulses und Soltan würde jetzt an dich, glaube ich, den Screen auch zurück übergeben, sodass wir dann direkt mit den Kollegen in die Diskussion einsteigen können. Vielen Dank, Thomas. Ich werde erstmal keinen Screen teilen, sondern wir gehen in die Diskussion. Sehr spannende Vortrag, Überblick. Danke dir dafür. Bevor wir in das Thema Blockchain und dann DAO vielleicht noch tiefer einsteigen, würde ich nochmal bei den dezentral gesteuerten kooperativen oder kompetitiven, wenn man sie so bezeichnen kann, Modellen bleiben, Geschäftsmodellen, Konsortien, wie auch immer man sie nennt. Max, du hast in während deiner Forschung und Arbeit etliche getroffen, untersucht. Hast du gute Beispiele oder vielleicht Muster oder irgendetwas, was du daraus teilen möchtest? Also wenn wir jetzt mal bei nicht-Blockchain-basierten Kooperationen ansetzen, um mal den ersten Teil deiner Frage zu adressieren, da gibt es ja unterschiedliche Typen. Ein sehr aktuelles Beispiel aus der Logistik wäre die Open Logistics Foundation, wo es darum geht, Open Source Soft- und Hardware bereitzustellen. Das zum einen. Und da gibt es sicherlich noch viele, viele, viele weitere Beispiele, wo in der freien Wirtschaft auf Co-Petition-Basis zusammengearbeitet wird. Und wie es der Thomas auch gerade schon ganz schön in seinem Vortrag gesagt hat, wo dann eben auf der, ja, ich sag mal, Infrastrukturebene zusammengearbeitet wird und der Wettbewerb entsteht dann oben auf der Anwendungsebene, wenn man so will. Genau, und im Rahmen von meiner Forschungsarbeit habe ich mich dann tatsächlich mehr auf
Blockchain-basierte Co-Petition-Modelle eingeschossen. Da kann ich gern ein paar Insights teilen. Sollen wir da gleich schon zum Blockchain-Bereich überspringen oder erstmal noch außerhalb? Da kommen wir zu den verschiedenen Ausprägungen noch, wie die gestartet werden können. Ich würde vorher noch Joachim auch gerne fragen. Du beschäftigst dich da seit Jahren mit der Governance, auch Compliance im Allgemeinen, jetzt nicht nur in solchen kooperativen Systemen. Ist da ein Unterschied oder ist es irgendwie mehr eine Herausforderung, so eine kooperative Konstellation zu governen, als Governance innerhalb einer Einzelorganisation zu gestalten? Ja, also die Frage ist, glaube ich, schon, wir leben ja immer in Ökosystemen. Wie die Ökosysteme sich organisieren, teilt sich momentan in der heutigen Digitalisierungswelt natürlich stärker in ein kooperatives System. Aber in der Vergangenheit haben wir ja nicht nur als einzelne Organisation uns verwaltet und versucht, transparent zu gestalten, sondern wir hatten eine Vielzahl von Außenbeziehungen oder haben eine Vielzahl von Außenbeziehungen. Ganz normales Projektgeschäft oder wenn wir an Outsourcing denken, auch dort arbeite ich mit Partnern zusammen. Outsourcing bedeutet ja auch, dass ich auf Augenhöhe mit jemandem spreche, der eine Dienstleistung, die ich selber nicht oder einen Service, den ich bei mir selber nicht mehr darstellen möchte, mir erbringe. Aber da muss ich mit ihm auch genau überlegen, wie arbeite ich zusammen, auf welcher Basis arbeite ich zusammen, was sind die Rahmenbedingungen. Und dann kann ich diesbezüglich schon auf große Erfahrungswerte zurückgreifen, was das Thema Governance betrifft, innerhalb der Firma, aber auch welchen Einfluss diese Governance dann in der Zusammenarbeit mit den ganzen Wirtschaftspartnern in der Wertschöpfungskette dann betrifft. Und davon abgeleitet ist eigentlich eher der Aspekt zu sehen, dass wir in einer kooperativen Umfeld tatsächlich groß und klein zusammenmischen, dass wir sagen, jeder hat unterschiedliche Anforderungen. Wie können wir das dann gemeinsam uns auf Standards einigen, dass sich alle wohlfühlen? Und was wir im Impulsvortrag ja sehr schön gesehen haben mit den verschiedenen Layern, hat auch jeder die Möglichkeit, mit seinen Möglichkeiten zu partizipieren, die Infrastruktur zu unterstützen, die Dokumentation zu unterstützen oder seine eigenen Kundenbeziehungen mit seinen Ideen zu bereichern. Danke dir. Thomas, du hast ja an einigen solchen Initiativen mitgewirkt, wo auch Blockchain eine Rolle spielte. Hast du irgendein Beispiel, das du erzählen möchtest, hervorheben möchtest? Was habt ihr bei Evan Network an konkreten Modellen gehabt? Genau, also die Beispiele, die dir aus der klassischen Welt, also aus der nicht kryptonativen Welt umgesetzt haben, das ist ja die Fokusgruppe vom Evan Network, die sind natürlich weit weg von dem, was man jetzt so klassischerweise so als DAO bezeichnet. Beispiele, ich hatte es ja schon gebracht im Bereich Industriemaschinen, da ging es halt tatsächlich oder geht es nach wie vor tatsächlich um das Thema, ich will Ressourcen, in dem Fall halt Baumaschinen von meinem Geschäftspartner an meine Kunden vermieten, weil ich diese selbst gerade nicht habe und trotzdem dem Kunden aber ein umfassendes Angebot ermöglichen möchte. Und das sind zwei interessante Sachen da eigentlich dabei. Zum einen Teil wird das heute schon gemacht oder wurde das auch bevor Blockchain schon gemacht, nur halt dann sehr, sehr mühevoll. Also hier geht es wirklich um Effizienz letzten Endes. Und zum anderen Teil aber auch nicht nur Effizienz, sondern auch Geschwindigkeit. Also wie schnell bin ich auch in der Lage, meinem Partner meinen Kunden ein entsprechendes Angebot zu machen. Und das wiederum hat den Druck eigentlich reingebracht, dass sie sich überhaupt damit beschäftigen, dass halt immer mehr tatsächlich auch zentralisierte Marktplätze in diesem Umfeld entstehen und man hier bewusst von Seiten der Anbieter ein Gegenmodell aufbauen wollte. Das heißt also, wir sehen hier, das ist letzten Endes, geht es um Digitalisierung, ja, Effizienz, aber auf der anderen Seite auch, wie kann ich solche Technologien nutzen, um mich wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist wirklich ein super klassisches, ein super schönes Beispiel. Und halt gerade nicht mich in eine erneute Abhängigkeit von irgendeinem zentralen Marktplatz zu begeben. Ja. Und so funktionieren eigentlich andere. Wir haben auch im Supply Chain-Umfeld einiges gemacht und wo es halt um ESG, also Compliance-Lösungen ging,
auch da wieder das Thema, natürlich kann ich das selber auch machen, indem ich einen Partner hinsetze, der sagt, okay, ich aggregiere alle Informationen von den Geschäftspartnern und stelle die allen bereit. Aber je tiefer ich die Integration in die Wertschöpfung mache, also nicht nur Stammdaten, Zertifikate aggregieren, sondern vielleicht auch, wie weit ist der Lieferstatus von meinen Lieferanten, Prozessfortschritt und so weiter und so fort, desto mehr abhängig mache ich mich ja von diesem Aggregator. Und genau da sind solche Lösungen da. Wohl wissen, dass die natürlich nur Schritt für Schritt aufgebaut werden, weil das erfordert neben der Technologie auch immer ganz viel Prozesstransformation und Datenaufbau und wie will ich eigentlich zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Ja, genau. Und solche Aggregatoren oder Intermediäre kann man bekanntlich angeblich mit der Technologie, mit der Blockchain überflüssig machen. Max, ich komme zurück auf deine Forschung, auf die Fälle, die du untersucht hast, die Blockchain-basierte Modelle sind. Wie wurde dort die Blockchain genutzt, um sich zu einigen, zu steuern, Entscheidungen zu treffen? Vielleicht, um das mal noch von Anfang an ein bisschen aufzurollen, Blockchain selbst wurde da eher selten genutzt, würde ich jetzt mal sagen, um dann sich zu organisieren. Sich abzustimmen, gewisse Sachen auch durchzusetzen. Meistens hat man in den Beispielen, die ich untersucht habe, zunächst mal damit angefangen, alles off-chain zu halten sozusagen, also die Blockchain noch nicht als Vehikel zu nutzen, um die Governance dann zu implementieren. Und was ich beobachtet habe, war eben, dass man sich an so ein paar Gestaltungsprinzipien entlang gehangelt hat. Das war auch sehr, sehr schön beim Impuls von Thomas mit drin, dass man erstmal gesagt hat, okay, keep it simple. Eine Governance sollte am Anfang möglichst schlank gehalten werden und auch mit dem Ökosystem wachsen. Es ist ja auch so, dass umso höher der Governance-Umfang ist, desto niedriger ist irgendwo auch die Entwicklungsgeschwindigkeit von so einem Ökosystem. Also ich kann mich auch zu reglementieren, wenn man so will. Ich muss aber natürlich irgendwo auch den Trade-off halten zwischen Beständigkeit und Flexibilität auf der anderen Seite. Und was ganz, ganz wichtig auch ist, um Anreize zu geben, dass auch weitere Teilnehmer da dazukommen, sind dann solche Werte wie Offenheit, Neutralität, auch Transparenz und Integrität, eben ganz im Sinne erfolgreicher oder möglichst erfolgreicher Competition. Und wo man dann natürlich aufpassen muss bei diesen Gestaltungsprinzipien, ist so dieses demokratische Gleichgewicht, das sollte man natürlich wahren, aber dann muss man eben schauen, dass man jetzt vielleicht nicht allen Mitgliedern direkt ein Stimmrecht gewährt. Das wäre vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was der Thomas gesagt hat. Macht es denn Sinn, wirklich alle Teilnehmer auf diese Infrastrukturebene mit einzubeziehen oder wollen das überhaupt alle Teilnehmer? Ist ja auch so eine Frage. Und da muss man eben eine gute Balance finden. Und beim Vorgehen selbst, wie haben die meisten das gemacht? Im Grunde genommen ist es ganz einfach und da ist Blockchain noch gar nicht drin. Ja, also da sprechen wir noch von ganz einfacher Kollaboration, unternehmensübergreifender Kollaboration. Ich muss erstmal sagen, was will ich eigentlich? Also den Zweck, das Ziel irgendwie bestimmen und dann eben sagen, mit wem will ich das tun? Also die Teilnehmer identifizieren und ganz klar auch schauen, ob es am Markt nicht schon irgendwie bestehende Bestrebungen gibt. Gibt es schon ein Konsortium oder ähnliches, eine Infrastruktur, ein Vorhaben, ein Projekt, bei dem ich mich beteiligen kann? So, und dann geht es natürlich Schritt für Schritt weiter. Ich sollte dann gewisse Rechtsbeziehungen auch prüfen. Das ist im Unternehmenskontext immer sehr, sehr wichtig, nach innen und nach außen, klar. Und jetzt kommen wir dann so langsam zum Thema Blockchain auch, weil je nach Relevanz kann es dann für ein Netzwerk auch sein, wichtig sein, besonders wichtige Dinge, sage ich jetzt mal, zu regeln. Und da kann es dann schon vorkommen, dass Token-Design, Oracles oder sonstige Geschichten, die damit einfließen, in der Governance zu regeln sind. Und jetzt komme ich zurück auf deine Frage auch, diesen Vorgehensteil, selbstverständlich jetzt nicht diese Gestaltungsprinzipien, den kann ich auch on-chain abbilden, wenn ich das will. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen.
Ich kann also beispielsweise Smart Contracts zur Überwachung, zur Einhaltung von bestimmten Governance-Prinzipien auch nutzen. Wäre aus meiner Sicht dann so Gibt Next es Level. gerade eine Frage im Chat? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Eine Klarstellung oder Verständnisfrage. Du hast Off-Chain erwähnt, jetzt sagst du On-Chain. Kannst du kurz erläutern, was bedeutet das in diesem Kontext? Ja, sehr gern. Also stark vereinfacht ausgedrückt bedeutet, dass man Off-Chain-Governance macht, dass man eben nicht die Blockchain selbst als Vehikel nutzt, um diese Governance-Regeln abzubilden. Stark vereinfacht ausgedrückt. On-Chain wäre dann das Gegenteil, dass ich quasi auch Blockchain-basierte Instrumente nutze, um meine Governance selbst abzubilden, um die Einhaltung auch zu überprüfen. Das wären dann zum Beispiel Smart Contracts, die nach einer ganz einfachen Wenn-Dann-Logik schauen, okay, ich habe hier irgendwie ein Regelwerk festgelegt und wenn dieser Fall XY eintritt, dann muss ich Folgendes tun. Das ist ja so diese Smart Contract-Logik. Genau, und das wäre stark vereinfacht dann eben der Schritt zu sagen, welchen Teil der Governance kann ich denn vielleicht on-chain abbilden, welchen nicht, welchen sich sozusagen außerhalb oder sollte ich außerhalb der Blockchain haben. Da gibt es auch keine Patentlösung. Da ist immer die Antwort, es kommt drauf an. Aber beobachtet habe ich eben eher den Fall, dass ich am Anfang vor allem auf On-Chain-Governance verzichte. Das ist vielleicht auch der Komplexität geschuldet. Ich will nicht sagen, dass Off-Chain-Governance weniger komplex ist. Das ist immer so eine Perspektivfrage auch. Aber man hat eher in den Vorhaben geschaut, dass man diese Frage On-Chain-Governance an den Schluss stellt und im Zeitablauf eben schaut, okay, was eignet sich wirklich dafür, dass ich es auch On-Chain abbilde. Genau. Joachim, du arbeitest ja in der Governance-Arbeitsgruppe bei EPN mit. Wie sind dort die Überlegungen? Wie habt ihr die Governance designt? Soll sie on-chain stattfinden, also Abstimmungen zum Beispiel, oder geht es erstmal um die grundsätzlichen Dinge, Rollen zu definieren und alles zu regeln? Also wir sind tatsächlich noch nicht an dem Bereich, dass wir on-chain schon aktiv sind. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, aber ich glaube, dass wir auch erstmal die Basics definieren müssen. Wir beginnen ganz normal mit einer Ethics, das heißt, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, die Werte, unter denen Aspekten wir zusammenarbeiten. Und da kommen ganz normale Sachen rein, die wahrscheinlich die meisten Firmen mittlerweile in ihren ethischen Werten, in ihrer Wertediskussion hinterlegt haben, wie wir arbeiten ehrlich zusammen, wir kümmern uns um gesetzliche Regelungen, wir halten Sanktionsregime ein. Also diese Themen, dass wir versuchen zu dokumentieren, dass wir einen wertebasierten Ansatz fahren. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem wir dann ruhen und daraus abgeleitet kommen natürlich dann unsere ganzen eher organisatorischen, strukturellen Überlegungen. Das heißt, wer ist operativ und wer ist dann in einem Entscheidungsgremium oder wer ist in einem Beratungsgremium tätig. Und jetzt sind wir tatsächlich in einer Phase, wo wir sehr dezidiert anfangen, uns in den Prozessen zu betätigen, dass wir sagen, es gibt verschiedene Prozessanforderungen. Wir hatten vorher Beispiele wie Protokolldokumentation oder Vertragsdokumentation, wie wir dann Verantwortlichkeiten definieren. Das heißt, es gibt tatsächlich Hauptverantwortliche, es gibt aber auch Leute, die dann eine Verantwortung tragen müssen, indem sie Dokumentationen abnehmen oder dann entsprechende Themen freigeben, insbesondere im technischen Umfeld, wo wir tatsächlich ja auch immer in der Lage sein müssen, zu bewerten und zu sehen, auf welcher technischen Basis wir uns aufstellen wollen, wie unsere Infrastruktur läuft und wie wir mit unseren Kunden dann umgehen, die sich natürlich auf die gleichen technischen Dokumentationen immer wieder einlassen müssen. Insofern sind wir sozusagen mittendrin in dieser Diskussion und sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben bereits on-chain Dokumentationen schon angesetzt oder aufgesetzt. Ja, das macht auch erfahrungsgemäß so Sinn, nicht mit den Tools anzufangen, sondern mit den Strukturen, Prozessen anzufangen. Thomas, du hast heute schon mehrfach das Wort DAO erwähnt, steht für dezentrale autonome Organisation. Kannst du kurz erläutern, was charakterisiert eine DAO? Wo kommt
dieses Konzept her? Ja, also da müssen wir auch halt sehen, der Begriff wird sehr, sehr breit verwendet. Ja, also wir sind ja sowieso in einer Welt, Governance, DAO, das ist, da hat, ich glaube, viele Leute schauen da mit ganz unterschiedlichen Sachen drauf. Im ganz klassisch normal Krypto-Welt verwendeten Fokus ist eine DAO. Tatsächlich ein in einem Smart Contract hinterlegtes Regelwerk für das Zusammenspiel in einer bestimmten Anwendung. Also beispielsweise eine DAO im DeFi-Bereich, wo dann halt hinterlegt ist, wie kann derjenige, der eine bestimmte Menge an Token hält, mitwirken bei der Entscheidungsfindung, Votings einstellen oder beziehungsweise Proposals einstellen, voten und so weiter. Also das ist alles im Prinzip in einem Smart Contract hinterlegt und im Idealbild sollte dann diese DAO gesteuert über den Smart Contract die Governance-Funktion wahrnehmen, weil wenn ein entsprechendes Voting zustande kommt, wird halt eine Aktion direkt ausgelöst, ohne dass da nochmal irgendjemand etwas tun muss. Nun ist es in aller Regel ja so, dass, also das ist schlichtweg gesagt für die klassische Unternehmenswelt noch Lichtjahre, würde ich mal sagen, entfernt, dass wir über so etwas sprechen. Je komplexer Systeme sind, also für ganz spitze Anwendungsfälle kann man sowas sicherlich schon zu weiten Teilen machen. Aber wenn wir über komplexe Systeme sprechen, in denen Kooperation stattfindet, dann, also je komplexer das Problem ist, desto weniger lässt es sich aus meiner Sicht in einen Smart Contract packen und so Paradigmen wie Code is Law, ich glaube, das ist zum Glück noch ganz weit weg von Realitäten und wird auch meiner Meinung nach nie zu einer wirklichen allumfassenden Geschäftsrealität werden. Wir werden Bereiche finden, wo man sicherlich Dinge in Code packen kann und das dann halt auch so genau funktioniert, aber in aller Regel werden wir also Varianten haben, wo das Prinzip einer DAO, nämlich das, was ich ja schon erwähnt habe, auch einer möglichst neutralen, einer möglichst offenen Kooperation, wo ich halt, also wo ich definierte Hürden habe. Es ist nicht so, dass einfach jeder mitmachen kann. Ja? Also bei einer DAO muss ich beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Token besitzen, um da halt mitvoten zu können. Ich habe meine Stimmrechte in Token ausgedrückt. Auch das sind Hürden. Ja? Wenn ich keine Token habe, kann ich nicht mitmachen. Aber grundsätzlich kann irgendwie jeder dann halt, der in der Lage ist, die Token zu bekommen, kann halt mitbestimmen. Und genauso gut kann ich natürlich in einer klassischen kooperativen Organisation sagen, da brauche ich vielleicht keine Token, da muss ich halt vielleicht ein Unternehmen sein, aus der Branche kommen, bestimmte andere Voraussetzungen erfüllen. Aber wenn ich diese Voraussetzungen erfülle, dann kann ich halt partizipieren und keiner sagt, nee, du erfüllst zwar alle Voraussetzungen, aber dich will ich hier nicht drin haben. Ja? Und das sind die Punkte, wo ich sage, also diese Prinzipien aus einer DAO, die jetzt wirklich aus der Kryptowelt kommt und halt sehr, sehr maximalistisch in dem Smart Contract gegossene Governance daherkommt. Ich finde es sehr interessant zu sehen, wie kann ich diese Prinzipien übernehmen und weitestmöglichst in klassische Kooperationsformen übertragen. Max, sind bei deinen Recherchen Beispiele vorgekommen, also Unternehmen oder Konsortien, die schon so weit waren, darüber nachzudenken? Und wenn nicht, ist gut möglich. Was sind so die Hürden, mit denen die meisten noch kämpfen? Also um das mal ganz abzukürzen, DAOs in der Unternehmenswelt habe ich noch nicht gesehen. Das, glaube ich, spiegelt auch so die Aussage von Thomas wieder. Da gibt es ganz unterschiedliche Hürden. Ich glaube, eine Hürde davon ist sicherlich nach wie vor eine Verständnishürde. Auf der anderen Seite, glaube ich, setzt man da noch ganz woanders an. Also man sollte ja immer auch vom Mehrwert des Anwendungsfalls, der dahinter steckt. So. Das heißt, in der Logistik, um da Beispiele zu geben, hat man sehr, sehr lange gebraucht und arbeitet auch immer noch daran, wo die eigentlich genau liegen. Wenn man jetzt dann auf zum Beispiel die Digitalisierung von Transportbegleitdokumenten schielt, dann merkt man recht schnell, oh hoppla, wenn ich hier über Zollpapiere spreche oder Gefahrgutprozesse, Gefahrgutdokumente, die digitalisiert werden sollen, mittels Blockchain, dann habe ich hier ja mit einer Vielzahl Beteiligten zu tun. So, und dann ist erstmal die Hürde zu sagen, die an einen Tisch zu bekommen und über das Problem zu sprechen, wo man vielleicht jahrelang zuvor
im Wettbewerb miteinander stand. Und das ist so eine klassische Competition-Hürde, würde ich sagen, die es da erstmal zu nehmen gibt oder gilt. Und da bin ich noch ganz, ganz weit davon entfernt, über das Prinzip einer DAO zu sprechen. Was aber ja dann irgendwann kommt, ist der Punkt, dass ich sagen muss, ich brauche vielleicht ein entsprechendes Modell, um diese Zusammenarbeit dann zu regeln. Und da wird dann eben meistens nach, ja, ich will nicht sagen DAO-ähnlichen, aber nach Rechtsformen gesucht, die diese Prinzipien eben auch unterstützen. Und das können dann Genossenschaftsmodelle sein, Vereinsmodelle, die da gesucht werden. Aber da ist man immer noch nicht im Gespräch über DAOs, sondern da geht es erstmal darum, diese Zusammenarbeit zu regeln, unter einen Hut zu bekommen. Und ich persönlich habe das eben bisher noch gar nicht gesehen. Sicherlich einzelne Überlegungen dazu, aber im Produktivbetrieb. Ja. Vielleicht denken Unternehmen da aber auch, wenn ich da mal reingrätschen kann, heute noch zu kompliziert, ja, weil so kooperative Szenarien, die werden halt immer gleich wahnsinnig groß gedacht und haben alle Aspekte dieser Zusammenarbeit dann gleich drin, dann wird das wahnsinnig komplex und dann bin ich komplett dabei, da bin ich Lichtjahre entfernt, von DAOs zu sprechen. Ich denke aber, es gibt viel Potenzial, halt einzelne Anwendungsfälle runterzubrechen und die nicht in eine große kooperative System, Klammer auf, vielleicht auch irgendwann mal DAO zu gießen, sondern halt, dass ich einfach eine ganze Vielzahl von solchen Systemen sehe für einen speziellen Anwendungsfall, der dann die Komplexität wieder rausnimmt. Also was ich mir beispielsweise vorstellen könnte, ja, auch da gibt es ja durchaus schon Ansätze dahin, dass ich sage, ich habe ein ganzes Freelancer-Netzwerk, ja, warum muss ich die jetzt über einen Freelancer-Vermittler einbuchen. Ich kann auch sagen, ich mache eine DAO, die Freelancer sind da drin und das Unternehmen, was jetzt, die können bewertet werden, die können sich untereinander raten, bewerten, was auch immer. Ein Unternehmen, was jetzt so einen Freelancer bucht, kann quasi den Freelancer aus der DAO buchen. Der Betrag, der für den Freelancer hinterlegt wird, wird quasi in einem Smart Contract gebunden und wenn die Arbeit erfüllt ist, freigegeben und somit ich ganz neue Beschäftigungsverhältnisse habe. Und das sind halt Probleme, die kriege ich. Auch da gibt es sicherlich noch viele Ecken und Kanten. Aber das ist ein einzelnes Problem, was ich, glaube ich, sehr, sehr klar beschrieben und sehr, sehr einfach strukturiert bekomme. Und in solchen Sachen kann ich mir schon vorstellen, dass wir da mehr Automatismus in der Zusammenarbeit haben. Da kommen rechtliche Fragen. Ja, klar, wer ist dann der Vertragspartner? Pipapo. Aber klammern wir mal die mal aus. Da kann ich es mir zumindest vorstellen, dass wir sehr stark, ja, es scheitert am Einkauf der Firmen, ich weiß. Denken wir mal ein bisschen positiv und ein bisschen weiter. Also kommt ja gerade im Chat der Kommentar, dass das am Einkauf der Firmen scheitern wird. Stimmt, ja, Verträge, mit wem schließe ich da den Vertrag und so weiter. Trotzdem glaube ich halt, das ist so ein bisschen der Appell, komplexe Kooperationsprobleme und Kooperation wird ganz schnell, ganz komplex, runterbrechen in einzelne kleine Sachen und die dann möglichst so weit zu automatisieren, auch wieder, dass ich in die Richtung einer DAO denke und vielleicht nicht da direkt ankomme, aber sehr weit in diese Richtung gehen kann, ja. Wir haben eine weitere Frage im Chat zur Rechtsform, nämlich ist es nicht gängig, eine GmbH zu gründen anstelle einer DAO und warum sollte man eine DAO als Unternehmen mit einem Partner anstreben, wenn man ein gemeinsames Geschäftsmodell in eine neuen Firma umsetzen möchte? Also wenn ich da mal, da muss ich jetzt sagen, Disclaimer, this is not a legal advice, ja, also keine Rechtsberatung, weil ich bin kein Jurist, deswegen gerne dann auch nochmal einen Jurist fragen. GmbH gründen, klar, wenn ich einen Geschäftspartner habe, wo ich weiß, das sind die initialen Geschäftspartner, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich mit dem eine GmbH gründen und dann was machen. Wenn ich ein offenes System machen will, wo alle zu gleichen Bedingungen dazustoßen können, ist eine GmbH schon mal dahingehend schwierig, als dass ich ja dann die Geschäftsanteile, die ja wertvoller werden sollten, idealerweise mit Erfolg der GmbH, später natürlich nicht mehr zu dem Satz erwerben kann, den ich sie am Anfang hatte. Und dann auch jedes Mal, wenn ich einen neuen Geschäftspartner aufnehme, zum Notar gehen muss, was natürlich eine sehr, sehr große Hürde ist, da zu joinen. Aber ich glaube, die Tendenz geht in eine Richtung, diese Frage. Es gibt ja auch andere Rechtsformen. Ich habe schon das Genossenschaftsthema erwähnt. Und ja, genau daran wird eigentlich gearbeitet, wie ich halt kooperative Rechtsformen, die es heute schon gibt, nutzen kann, um solche Prinzipien abzudecken. GmbH ist schwierig, denke ich mal so, aber auch da gerne mit einem Rechtsberater sprechen, wie man sowas da vielleicht auch aufsetzen kann. Danke. Ein weiteres Kommentar sagt, ja, das Thema ist nicht neu. Eine DAO würde zumindest
von Beginn an klare, transparente Bedingungen schaffen. Und das wollen wir. Das wollen wir, denke ich, auch ohne DAO oder ohne Blockchain. Und so eine DAO könnte ein Unternehmen mit seinen Lieferanten aufsetzen als geschlossenes System. Da stellt sich für mich die Frage, ob dann die DAO dezentralisiert oder demokratisch genug wäre, wenn ein Unternehmen und die Lieferanten die Teilnehmer sind. Ja, aber nicht nur die Frage, Soltan. Also da gibt es ja noch viele, viele weitere Fragen. Also in der Theorie ist sicherlich schön und auch wünschenswert, wenn man das dann so einfach machen könnte. Aber recht schnell kommt man dann wieder in die Diskussionen. Wie sind einfache Haftungsthemen geregelt? Wie stelle ich den Vertragsschluss sicher nach innen wie nach außen? Also ich habe ja eine Konstellation, ein Unternehmensökosystem, wo ich ja nach innen gerichtet mich mit den einzelnen Teilnehmern auch in Anführungszeichen rechtlich einigen muss, aber auch nach außen. Also wenn ich jetzt jemanden beauftrage, irgendwas zu tun, beispielsweise eine Entwicklungsleistung vorzunehmen oder sonst irgendwas, wer tritt in diesen Konstellationen auf? Also die DAO allein kann es nicht sein. Da muss man immer noch diesen rechtlichen Part, denke ich, auch mit beleuchten. Das so als ergänzenden Kommentar von meiner Seite. Danke. Ich denke, in die Richtung gehen auch die Überlegungen, die wir in der Arbeitsgruppe Joachim, in der wir zusammenarbeiten, auch angestellt haben. Dass es muss klare Ansprechpartner geben, Haftungsfragen müssen beantwortet werden. Trotzdem wollen wir eine demokratische, dezentralisierte Entscheidungsstruktur für alle Mitglieder, die an EPN und ähnlichen Organisationen beteiligt sind, sicherstellen. Genau, weil tatsächlich geht es darum, dass man versucht, die beiden Elemente, wie die beiden Gesprächspartner auch dann auch immer wieder reingebracht haben. Wir müssen die demokratischen Elemente, die Mitentscheidung, die Mitrechte an den Themen, wo auch alle ein gemeinsames Interesse haben, in der Regel die Infrastruktur, die Abgrenzung von Daten, den Datenschutz, die dahinter liegen, die Sicherstellung der Geschäftsgeheimnisse. Auf der anderen Seite her muss klar sein, dass jeder Partner nicht einzeln bestimmen kann, wir nehmen jetzt System 1, System 2 oder ich gehe nur mit drei Knoten zusammen, sondern es muss ganz klar sein, da wird was zentral festgelegt von einzelnen festgelegten Verantwortlichkeiten. Es wird auch festgelegt, wie ein Ethikstandard zum Beispiel aussieht und der muss dann von allen auch mitgetragen werden. Also ich denke, in dieser Konstellation, unabhängig von der Rechtsform, die Reaktivität einer solchen Organisation muss immer gewährleistet sein im operationellen Umfeld und im Governance-Umfeld muss die Effizienz dann hergestellt werden und nicht belasten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht immer das Thema Governance als Belastung sehen, sondern tatsächlich als Stützpfeiler der ganzen Infrastruktur. Wir haben leider nur noch Zeit für kurze Schlussstatements. Wer möchte von euch anfangen? Ja, ich kann gern den Anfang machen. Ein ganz kurzes Statement von meiner Seite zum Thema Governance ist sicherlich keep it simple. Also am Anfang, glaube ich, sollte man das Thema sicherlich beachten, aber auch nicht aufblähen. Also dass dieser Prozess der Governance-Erstellung wichtig ist, definitiv, aber zu viel Regelungen sind an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch nicht hilfreich. Also Good Governance ist good, Bad Governance ist bad. Okay. Wenn ich da gerade anklingen darf, das, weil das nämlich auch meine Erfahrung ist, dass tatsächlich zu viele Regelungen in der Regel die Komplexität überstreiten und dann dadurch nicht mehr zur Durchführung oder zur Durchsetzung geeignet sind. Das heißt, Good Governance zählt sich tatsächlich aus, wenig Regelungen, die aber sehr transparent gestalten und vor allem dafür Sorge tragen, dass alle Beteiligten diese Regeln auch verstehen und erkennen. Also das einfachste Regelwerk, sage ich immer, sind die 10 Gebote, wo alles drinsteht, was unser normales Leben bestimmt. Wenn ich dann die Gesetzbücher anschaue, die in den Regalen unserer Juristen drin liegen, dann denke ich mal, es scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Aber Tatsache ist, Good Governance zeugt sich aus, dass das verstanden wird von allen Seiten. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was wir in so einem Umfeld sicherstellen müssen.
Genau, und ich habe noch mal ein Schlussstatement, was anknüpft an einen Teil eines ist, glaube ich, nicht mal eine Frage, sondern ein Kommentar hier im Chat. Transparenz hatten wir schon, die meisten Unternehmen wollen das aber nicht. Und das ist für mich noch mal ein ganz wichtiger Punkt, das war so ein richtiges Oh, eigentlich vergessen zu erwähnen. Das treffe ich immer wieder, ja. Ich arbeite nicht mit meinen Wettbewerbern zusammen. Eher hacke ich mir den Arm ab, als dass ich das tun würde. Transparenz will ich nicht. Hört man immer wieder. Das Problem ist nur, das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr. Also in vielen Bereichen natürlich nicht mehr. Da, wo es funktioniert, soll man das auch machen. Ja, klar, Wettbewerb ist wichtig. Wenn ich aber mal Digitalisierung zu Ende denke, in Richtung Kunden denke, in Richtung Lieferanten denke, dann ist es ja so, dass ich nicht hinkommen kann und kann sagen, mein digitales System, was weiß ich, an meiner Maschine, das soll mein Kunde mal bitte schön nutzen. Das machen die anderen auch. Und dann hat der Kunde plötzlich ganz viele Silos, die er individuell bedienen muss. Der kriegt dann nicht mehr zusammen. Da wird der Kunde zu einem Anbieter gehen, der sagen kann, ich schaffe eine integrierte Lösung. Genauso gut auch hintenrum meine Lieferanten, die, wenn die von jedem einzelnen Manufacturer das eigene digitale System benutzen, dann werde ich es nicht schaffen, halt wirklich effiziente Datenerfassung, Erhebung machen zu können. Und wenn man das mal denkt von der Situation der Beteiligten, dann macht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle eine transparente Kommunikation, Kooperation mit meinen Geschäftspartnern Sinn, aus der ich dann einen Vorteil wiederum für mich heraus kristallisieren kann. Und ich glaube, da denken die meisten Unternehmen noch nicht weit genug, dass ich halt wirklich sage, warum mache ich das eigentlich? Ich arbeite nicht zusammen des Zusammenarbeitens wegen, sondern um daraus einen Vorteil für mich und auch die anderen zu generieren. Und ich glaube, da müssen wirklich viele, viele, viele Unternehmen noch weiter denken als nur in den Grenzen des eigenen Unternehmens und in den Grenzen der eigenen Daten und nicht immer denken, mein digitales Produkt ist hier das Allerwichtigste und das Einzige auf der Welt. Ja, das ist ein sehr schöner Appell. Da steht noch im Chat ein Kommentar, dass Transparenz oft sogar innerhalb eines Unternehmens nicht erwünscht ist oder schwierig ist, aber trotzdem sehr schönes Schlusswort. Danke dafür. Ich erlaube mir jetzt, den Bildschirm nochmal zu übernehmen für ein paar abschließende Slides. Also das war heute unsere Auftaktveranstaltung in 2022. Es werden weitere spannende Themen, Webinar folgen, in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Wer sich von den Teilnehmern hier oder später von denen, die sich das Video auf YouTube anschauen, für EPN interessieren, was wir tun, wie wir zusammenarbeiten, dann sind alle herzlich eingeladen in unsere Discord-Gruppe, zu unseren Monthly Meetings. Wir treffen uns monatlich, wo auch Gäste gern gesehen sind, oder einfach Kontakt zu unseren Arbeitsgruppen aufnehmen. Das sind aktuell die drei und wir können den Kontakt auch herstellen, um sich über diese Themen austauschen, seien es Technologien, die technische Grundlage oder die Vernetzung, die Community oder eben Governance und Compliance Aspekte. Wenn man sich für eine Mitgliedschaft interessiert, sind auch alle willkommen. Wir sind offen, wie der Thomas das eingangs in seinem Vortrag auch erwähnt hat. Es lebt von der Offenheit, das ist eine Grundvoraussetzung. Und wir haben entsprechende Modelle für verschiedene Unternehmensgrößen und Formen. Kommt auf uns zu oder kommen Sie auf uns zu. Wir informieren gerne über weitere Details der Mitgliedschaft. Zum Schluss möchte ich mich bei euch bedanken. Thomas, Max, Joachim, vielen herzlichen Dank für den Vortrag, für die Diskussion, für eure Beiträge. Danke auch an alle Teilnehmer, dass sie heute teilgenommen haben. Und wir sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Webinar.